Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Breath of the Wild. Guckt, da liegen noch die Monstermaterialien von der letzten Folge. Da liegt noch ein Hinox. Mal sehen, ob ich dem was Gutes abluchsen kann. Ja, nee, der ist ein helle Bade. Ja, dann wird er nichts. Dann wird das nichts. Aber in der letzten Folge haben wir ein paar Quests abgegeben. Alter. Scheint wohl nichts zu bringen, wenn man das so macht. Oder nur bei Strom nicht. Naja. Das hätte wahrscheinlich funktioniert. So. Ja, in der letzten Folge haben wir halt noch ein bisschen so Gedöns gemacht und geschrien. Und jetzt wollen wir halt dahin. Ja, komm, wir gehen den Weg. Straight up. Übers Gehügelte drüber. Ich wollte eigentlich so wenig wie möglich klettern. Denn wenn ich klettern würde, würde ich auch meine Kleidung wechseln müssen. Ups. Ja, da soll man doch easy hinkommen. Ach ja, unser Bogen ist kaputt hier. So. Fangen wir den Hintersten an. One hit. Bist du dran? One hit. Und du als letztes. One hit. Easy, Feuerpfeile. Ja, das ist genau leicht. So. Zack, 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 zack. 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 Und das war's. Feini. Jetzt sind wir aber nur in diese Richtung. Wobei wir da wahrscheinlich gleich wieder was clearen müssen. Ja, es gibt da tatsächlich noch eine weniger Gebirge. Ja, es ist gebirgig, aber auf jeden Fall nicht kalt. Das Gebiet mit einem Schrein in der Nähe. Ist das Wasser? Das ist Wasser. So. Wo muss ich mal flott die Kiste? Ja. So, der Schrein ist in dieser Richtung. Ja, das ist der Schrein. Da müssen wir nicht großartig weiter achten, den kennen wir ja schon. Dann können wir den ignorieren. Gibt's auch Pferde und so weiter. Ja, einsame Pferde auf dem Gebirge. Da hinten ist ein Boris. Schönes Gebiet. Echt schönes Gebiet. Eigentlich. Hier noch eine kleine Schlucht. Was sind das für Bäume? Kleine Schlucht ist gut. Die Schlucht ist ordentlich.
Oder ist das schon der Anfang dieser Riesenschlucht, die sich über riesige Abteile von Nord Hyrule zieht? Ja. Und da ist auch ein Schrein. Ja gut, dann hier muss man schon in den Schrein, wenn das schon gerade so auf dem Präsentierteller ist. Ist ja ein anderer. Fein, aber machen werden wir ihn nicht. Wir holen uns dann schon mal zum Porten. So. Zack. Eieiei, wie ein Schweizer Käse, dieses Gebirge hier. So. Wir müssen hier nur ordentlich zum Turm kommen. Dann hätten wir das, unser Soll schon erfüllt. Dann würde ich ja gerne das Schimmel noch holen. Und dann stapfen wir ein bisschen durchs Gebirge. Also durchs Gebirge von Gerudo. Wenn wir das Gerudo-Gebirge dann geschafft haben, dann... Keine Ahnung, um die Sandstiefel. Aber nee, dann haben wir zumindest Gerudo so ziemlich abgeschlossen. Nee, wir müssen noch das Rennen machen. Was ich dann auch noch machen wollen würde. Ja, das war ein bisschen zu steil. Das habe ich mir schon gedacht. Aber wenn wir das Rennen gemacht haben, dann sollten wir Gerudo abgeschlossen haben. Aber vollständig dann auch. Das ist doch was Feines. So, passt da. Und wieder Turm bewacht. Ein wenig. Aber von hier aus sieht man das vergessene Plateau so gut. Mit dem Turm der Ebene von Firaun. Oder ist das der vom Dingens? Ich glaube, da kann auch von sein vom Dingens. Oh. Bisschen. Da ist die Grafik ein bisschen kaputt. Elektromagie auf dem Fluss. Das ist auch gemein. Was war das denn? Ach so, ja, wir haben auch auf Dingens. Sehr befischt eigentlich alles. Ich hasse das, wenn das passiert. Und schwimmt so rüber. Uiuiui, Zitterfirollen. Man schwimmt so rüber. Und dann. Wenn man rüberschwimmt, merkt man. Oh, ich will lieber ein bisschen drunter tauchen und dann geht das Ding kaputt. Ist das gemein. Alle mit Elektrolanzen auch, ne? So viel dazu, dass das was Besonderes wäre. Wow. Was ist das? Eine Fischharpune. Ich dachte, das wäre vielleicht ein Unterschied zu normalen Harpunen, aber nö. Okay, kann man im Wasser nichts wegwerfen. Turm der Hügel.
weit kommt's noch. So weit kommt's noch. Recht stark. Okay. Gut. Ja, mit so einer Ausdauerleiste kann man den Turm schon fast komplett hochklettern. Wahrscheinlich mit Geduld kann man den auch so hochklettern. Aber dadurch durch die ganzen Sprungteile geht das halt auch ganz gewieft. Ja. Nicht schlecht. Sind die Grafiken auf einmal so scheiße? Der Baum sieht voll komisch aus. Sind das irgendwelche Performance-Einsparungsmaßnahmen geworden? Ein Gewitterplateau. Aha. Dann machen wir mal das vorverletzte Mal noch. Ach! Ist das ein Zauberer, Heini? Denn der war da kurz zu sehen und jetzt nicht mehr. Spiel, du wirst mir suspekt. So. Hohenberg. Soll ich mal beim Gebirge mal aufpassen? Da ist der Satori-Berg. Soll ich im Gebirge mal aufpassen? Irgendwo muss dann ja wahrscheinlich auch ein Geporaberg sein. Wenn Roam der aktuelle König schon was hat. Wobei ist ja Roam der wievielte irgendwie. Von daher muss es nicht unbedingt so sein, dass es der Roam gewesen ist. Ja, da ist der Satori-Berg. Das ist der Selfura-Hügel. Satori ist es ja auch nicht, das war Selfura. Hier. Und ich glaube, ich habe unsere Erinnerung gefunden. So wie das aussieht, ist das nämlich genau das. Man sieht ja sogar das Pferd von hier. Das ist auch was Feines. Ja, und ich bin mir auch recht sicher, dass hier noch eine Erinnerung ist. Nur recht sicher, nicht ganz. Ich kann es mir denken. So, hier ist noch. Dingens? Schrein. Und ja. Harzblutsümpfe. Seeresebene. Und ja. Hier geht's in die Schlucht rein. Was das da war, das war nur Pillefax. Das hier. Was, die Todbringerschlucht? Oh. Der hat auch ein Cameo. Also kein Cameo, auf jeden Fall eine kleine Namensbenennung. Nicht schlecht. Wenn man bedenkt, dass der Todbringer ja eigentlich nur Ganon ist.
In seiner wievielten Reinkarnation? Ha. Zumindest Restenergie des Todbringers. Ganon an sich ist, glaube ich, schon das, also, Ganon handelt aus eigenem Willen und nicht unter Kontrolle des Todbringers, aber Ganon hat halt seine Macht. Zumindest seine Startmacht, nicht die Triforce-Macht, sondern seine Startmacht halt vom Todbringer. Als Inkarnation. Oh, Moment mal. Wo war das? Da. Seht ihr diesen? Also, neben dem Pfosten, dem ziemlich zentralen Pfeiler da, dort ist ja ein kleiner Berg mit einem Baum auf der Spitze. Könnte das der sein? Ha. Dann sind wir ja schon mal in der Nähe. So, reden wir mal mit dem Typen hier drauf. Der ja ganz komischerweise verschwunden war. Als wir den Scan gemacht haben. Branli. Ha! Ziemlich hoch. Wenn ich vom Vogelvolk wäre, würde es wohl gehen. Puh! Ah! Wo kommst du denn her? Erschreck mich doch nicht so. Wie bist du hier hochgekommen? Wie bitte? Das könntest du mich auch fragen? Mit einer Frage auf eine andere Frage antworten. Ich sehe schon. Aber gut, ich bin Forscher auf der Suche nach dem Vogelvolk. Angeblich soll es hier leben. Also habe ich mich auf die Suche gemacht, aber plötzlich bebte die Erde und dieser Turm tauchte auf. Und da ich nicht wieder herunter konnte, habe ich mich eben hier eingerichtet. Aber in schwierigen Zeiten wachse ich über mich hinaus. Dieser Ort ist perfekt für das Erforschen des Vogelvolks. Und wie bist du hier hochgekommen? Kommst du nicht mehr runter? Ich fliege runter. Was? Du kannst fliegen wie das Vogelvolk? Ist das wahr? Ich forschte seit Jahren daran, wie man auch als Hylianer wie das Vogelvolk fliegen kann. Was sagst du? Ist es mehr gleiten als wirklich fliegen? Du machst gar nichts? Ach, nee, Quatsch, das macht gar nichts. Er hat gesagt, das macht nichts. Anhand des der Gleitdistanz kann ich Berechnungen anstellen, die uns irgendwann das Fliegen ermöglichen. Davon bin ich überzeugt. Also, kannst du von hier aus losgleiten, damit ich sehe, wie weit du kommst? Ich nenne diese Versuchsreihe die Vogelvolk-Herausforderung. Zeig mir, wie weit du gleiten kannst. Und ich belohne dich je nachdem, wie weit du gekommen bist. Also, zeigst du mir deine Flugkünste? Ja, klar, warum nicht? Sehr schön. Dein Name wird in die Geschichte der Vogelvolkforschung eingehen. Aber eine Sache noch. Da du eigentlich gleitest und nicht fliegst, ist die ganze Angelegenheit nicht ohne Risiko. Deswegen muss ich eine Gebühr von 20 Rubinen verlangen, damit das Ganze im schlimmsten Fall nicht umsonst war. Ja, von mir aus. Landepunkt, Windrichtung, Ausdauer. Das sind die Dinge, die du beim Gleiten beachten musst. Gleite los, sobald du bereit bist. Hiermit beginnt die Vogelvolk-Herausforderung. Schwinge dich in die Lüfte. So, ich wollte sowieso zu dem komischen Baum da, um zu gucken, was das mit der alten Textur auf sich hat. Also. Einfach mal hin. Wir kriegen sowieso die maximale Dingens, weil wir schon unsere Ausdauer so fett haben. Naja, theoretisch müssen wir eigentlich den Graben runterfliegen, damit wir auch möglichst weit kommen. Aber ja, der Boden wird unser Hindernis werden. Aber macht nichts. Das können wir jederzeit wieder machen. Oder mal wirklich mit Absicht. Ja, die 400 werden es noch. Und es passt dann auch. Die Frage ist, kommen wir jetzt wieder zurück, oder? Ja. Okay. Du hast im Starten so zufällig ausgesehen, aber am Ende hat es nur für... Wow. Nicht mal eine Belohnung. Ja, wir müssen halt in eine andere Richtung springen.
Achso. Okay. Schon mal ein Gewittergebiet kurz vorbei. Vielleicht können wir diese Folge auch wieder mit einer Erinnerung beenden, wenn ich jetzt hier im Gewittergebiet nicht allzu fündig werde. Donnerplateau. Im Land des Donners weilt, bekommt eine Prüfung zugeteilt. Wenn vier Geister an ihre Plätze reisen, den Weg zur Prüfung sie erweisen. Ja. Dank des Donnerhelms kein Problem. Das hier Zitterlibellen? Ja. Tatsache. Aha. Ist die Kugel magnetisch? Hallo, Medo. Ja, dank des Donnerhelms haben wir auf jeden Fall einen Vorteil jetzt. Ich glaube, von hier können wir hoch. Ja. Nein! Ist die Kugel gerade kaputt gegangen? Ist ja auch nicht so schön. Ah, nee, das ist... Was sich anstellt. Daruks Schirm ist jetzt einsatzbereit. Alles klar. Ich probiere mal was. Doch nicht so. Ist er nur. So. So, ich denke, das sollte mit der Rampe funktionieren. Naja, habe ich gedacht. Geht das auf den Senkel?
Wahrscheinlich noch mehr, wenn man den Donnerhelm nicht hat. Weißt du was? Leck mich, rote Statue. Ich will jetzt mal wissen, was wir da machen müssen. Da rein tun. Oh, Blutmond. Das trifft sich tatsächlich ganz gut. Ja, dann flitzen wir mal zum Stall und kochen fix ein bisschen was. Machen wir ruhig onscreen. Dann war die Folge mal ein bisschen ruhiger. Wir haben den Turm gemacht, das ist eigentlich schon Highlight genug. Mehr müssen wir gar nicht machen. Diese mächtigen Waffen. Ja, eine Waffe muss sehr, sehr mächtig sein, wenn aus einem Pfeil auf einmal zwei werden. Tatsächlich. Ja. Wir haben kein Kochoutfit. Ja, werden wir Fleisch dort machen. Das edles Zaubern. Wir kriegen 3 Herzen extra mit einem Blutmond. Meine kritische Koch war ab 0 Uhr. Testen wir es doch einfach mal mit einem Apfel. Noch gar nicht. Ab 11 Uhr noch nicht. Elf Uhr zehn. Nö. 11 Uhr. Zwanzig vielleicht? Nö. 11 Uhr. Ja, wahrscheinlich 11:30 Uhr. Wenn 11:40 Uhr, ja, 11:50 Uhr safe. So. Ja, siehst du. Gut, 3 Herzen extra und kochen verdoppelt. Mampfen wir erstmal das Zeug wieder weg, was wir da gerade gekocht haben. So. 3 Herzen extra. 3. 6. 9. Mit den Dings 12. Wir haben 15 Herzen. Das heißt, das sollte reichen. 12. Ja. Perfekt. 2, 3. Da brauchen wir davon ja fast nur einen, ne? Dann wären es zwar nur 9, aber das können wir auch kombinieren. So. Machen wir dann mal eben so lange wir es können, ob wir es on-screen oder off-screen machen.
Ihr könnt ja meinetwegen diese Folge schon abschalten. Jetzt passiert nichts mehr. Außer, dass ich diesen Blutmond noch versuche zu verkochen. Aber so einen Blutmond sollte man nutzen. Gerade für diesen kritischen Koch. Geht zwar auch ohne, aber... wenn man schon die Chance hat, dann sollte man sie nutzen. Wirklich. 3 Herzen for free. Immer super. Das gilt übrigens auch... ich meine, der kritische Koch geht auch bei Maxi-Sachen. Nehmen wir zum Beispiel eine Durian. Dann gibt die, glaube ich, ein extra Herz. Vielleicht zur normalen. Das meine ich gelesen zu haben. Also, ja. So. Zack. Man hört jetzt eigentlich nur noch das Tippen, dass ich... ups. So schnell wie möglich... so viel wie möglich mache. Naja, die Begrenzung wird halt das Essen sein, ne? Wie viel Platz haben wir noch? Uiuiuiui. Naja, ein bisschen Platz will ich mir noch überlassen und das war eine gute Ausnutzung, was Ding jetzt angeht, was Blutmond angeht. Wenn wir den Blutmond uns nachgucken. Und ich würde sagen, mit dem Blutmond im Nacken beende ich die Folge. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir haben ja schließlich den Turm gefunden. Und gebe ich das Wort mal ab an Zelda. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge. Euer Bajim. Bis dann. Die Nacht des Blutmondes ist erneut gekommen. Link, sei auf der Hut.